Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, einem neuen Kapitel in King's Quest. Das vierte Kapitel haben wir ja hinter uns gelassen und ich fand es jetzt nicht so schlecht. Okay, die Rätsel waren ein bisschen, ja, einfach halt ein paar Rätselräume, wenn man so haben will. Aber von der Story her fand ich es nicht schlecht und ich fand es auch wieder schön gemacht. Und jetzt fangen wir mit Kapitel 5 an und ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Vor allem, nachdem wir ja in Kapitel 4 kein so schönes Ende eigentlich hatten. Da bin ich echt mal gespannt, wie es da weitergeht. Kapitel 5 heißt Ritterdämmerung und wir spielen schon einen relativ alten Graham. Lasst uns mal Ritterdämmerung anfangen. Lord Sawins Xylophon zu finden, klingt nach einer spaßigen Sache. Nichts für ungut. Aber ich brauche ein denkwürdiges letztes Abenteuer. Eines, das sich die nächsten Generationen noch weiter erzählen. Das kannst du doch verstehen, mein werter Freund. Oh, hallo, Gwendolyn. Komm herein. Wo ist dein Freund hin? Er ist direkt hinter dir und wärmt sich am Feuer. Hier ist niemand. Keine Sorge, er kommt wieder. Er springt ständig rein und raus, wie ein Gummiball. Opa, wir müssen reden. Sicher, mein Schatz. Worüber denn? Drachen? Schätze? Liebesgeschichten? Reden wir über das hier. Verstehe. Komm her. Es tut mir leid. Ich hätte es dir schon früher sagen sollen. Ich kann dich noch nicht gehen lassen. Hör mir zu. Ich gehe nicht fort. Noch nicht. Der Spiegel versprach mir noch ein letztes Abenteuer. Aber die Ärzte, sie sagen... Hat der Zauberspiegel jemals gelogen? Ich erlebe noch ein letztes Abenteuer. Ganz egal, was irgendein Arzt sagt. Und wo findet das Abenteuer statt? Ich weiß es noch nicht, aber es wird groß. Eins für die Geschichtsbücher. Vielleicht ja in Sirenia. Oder eine Familienreise nach Avalon. Opa, du kannst nicht einmal aufstehen. Oh, ich kann sehr wohl aufstehen. Ich spare mir nur meine Kraft auf. Ich muss wissen, warum. Warum? Naja, das wäre doch schön. Ein Abenteuer irgendwo anders mit der ganzen Familie. Nein, nicht das. Sag mir, warum die Ärzte nichts tun können. Es muss doch irgendeine Zauberfrucht geben oder einen Lebensverlängerungsspruch. Ich kann nicht glauben, dass es einfach nur an Altersschwäche liegt. Setz dich. Ich habe noch ein paar Geschichten zu erzählen. Solange ich denken konnte, fanden die Abenteuer immer mich. Aber mit zunehmendem Alter musste ich selbst das Abenteuer suchen. Liebste, bist du sicher, dass du in unserem reifen Alter unbedingt Ärger suchen musst? Liebling? Mein Hut ist zerschlissen, aber er gehört noch nicht an den Haken. Ich weiß. Solange du lebst, willst du dafür sorgen, dass Daventry perfekt ist. Aber warum hart arbeiten, wenn man nichts vom Ergebnis hat? Uns fehlt immer noch ein Sonnenuntergang im Rosengarten. Aber es gibt noch so viel zu tun. Ich muss am Ball bleiben. Mein Vermächtnis soll nur nicht versanden wie das von König Edward. Tu, was du willst. Ich kann dich sowieso nicht davon abbringen.
Ich hätte wohl lieber den Sonnenuntergang ansehen sollen, aber ich wollte Abenteuer erleben. Vielleicht musste ein verlorener Schatz geborgen oder ein Einhorn gerettet werden. Oh, mit etwas Glück bedrohte vielleicht sogar eine schreckliche Bestie das Königreich. Ja, wir spielen also den etwas älteren Graham. Und der Zauberspiegel hat ihm gesagt, also in der Gegenwart quasi, dass er noch ein letztes Abenteuer erlebt. Aber ich frage mich, ob das vielleicht tatsächlich schon das letzte Abenteuer ist, das wir hier gerade spielen, quasi seine Erzählung an seine Enkelinnen, Enkelin und Enkel. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ja, lass uns aber erstmal diese Episode fortsetzen hier. Lass uns mal mit Nies reden. Du verdienst eine Chance, deine Errungenschaften zu feiern. Was brauchst du denn sonst noch, Graham? Es war genug, Liebster. Bitte geh nicht. Ich habe alles gesagt und nichts hinzuzufügen. Ja, okay. Und Zauberspiegel? Ich hatte noch Träume und Ziele. Alter ist kein Grund für Nachlässigkeit. Ich hatte noch Träume. Okay, das hatten wir schon. Uiuiui, läuft er aber hier. Aber so ein Sonnenuntergang, ich glaube, das hätte er tatsächlich lieber machen sollen, als auf Abenteuersuche gehen. Bin ja mal gespannt, was er für ein Abenteuer findet. Oh, was ist das hier? Ach, als hättest du erst gestern meinen Pfeil beflügelt. Ah, ich verstehe. Ach, als... Ja, den kennen wir ja. Konnten wir das auch anschauen? Nee, das konnten wir nicht anschauen. Habe ich doch richtig gesehen. Die Stadt war immer ein guter Ausgangspunkt für Abenteuer. Ob ich wohl dort beginnen sollte? Naja, warum nicht? Geh mal in die Stadt. Bin auch mal gespannt, was die anderen so alles machen. Geht's da auch weiter? Nee. Wir können anscheinend nur geradeaus gehen. Halt! Vergisst du nicht! Hä? Wie bitte? Oh, schon gut. Entschuldige. Ich wollte nicht unterbrechen. Ja, ich schätze mal die Brückentrolle. Hat sie gemeint. Amalia und ich entfernten all das stachelige Dorngras und legten stattdessen einen wunderbaren Rosengarten dort an. Warte, was wurde aus den schnaufenden Snarlachsen? Lila Augen und blauen Pupillen. 6 Beinen, 3 Klauen und einem Zahn. Mussten verschwinden. Hätten die Außenwirkung des Schlosses gestört. Okay, da hat sich tatsächlich einiges geändert. Ist da was? Können wir irgendwas hier drin machen? Oder können wir nur immer noch hier weitergehen? Nee, da hinten scheint es nicht weiter zu gehen. Na ja, gut. Kommen wir hier rein. Nee, nicht wirklich. Ja, gut. Oh, Moment, war da unten noch nicht was? Nee, auch nicht. Okay, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als hier weiterzugehen. Was ist das für ein Pfahl? Ah, keine Ahnung. Können wir nichts mitmachen. Ich bin es leid, ihm ständig aufzumachen. Aber, Pilar, so würde ich das nicht sagen. Ach, das sind sehr die Trolle. Wenn er das Losungswort weiß, müssen wir ihn reinlassen. Ich wünschte, Olfi würde bleiben. Die Sitzung geht... Nach Alexanders Rückkehr verschlossen wir die Koboldlöcher. Okay. Nach Alexander... Besser er beeilt sich. Ich zweifle allmählich an seiner Treue zur Gilde. Lass uns mal bei den Trollen vorbeischauen. Wohin verschwindet ihr eigentlich immer?
Wenn ich mich recht entsinne, haben wir diesen alten Treffpunkt umgewandelt in... Ein Brückentroll-Denkmal, denke ich. Ein Denkmal zu Ehren von Pilar und Waddles. Pilar ging im Sommer 1679 nach Louisdor. Und es störte sie, dass es dort tatsächlich keine einzige Brückentrollgilde gab. Sie war hungrig und arm und so fand sie eine neue Aufgabe. Sie gründete die erste Stiftung, deren Aufgabe es war, die Trolle zu füttern. Okay, und was ist mit den anderen passiert? Waddles trat zurück, als ich den Thron bestieg. Er blieb aber vor Ort und schuf vieles von der Kunst und den Wandteppichen im Schloss. Schließlich wurde er zu der kunstvollen Brücke, die er schon immer sein wollte. Okay. Nun gut, dann lasst uns mal weitergehen. Ist das hier eine Sackgasse? Diese Stufen waren doch früher kleiner. Ich bin geradezu darüber hinweggeflogen. Ich würde sagen, du bist einfach... mittlerweile etwas halt, ja, älter geworden. Gut, keine Ahnung, was wir jetzt hier machen können mit. Über die Stufen scheinen wir ja nicht wegzukommen. Benutzen können wir auch nichts. Im Inventar haben wir auch nichts. Nee, genau. Hier ist auch nicht wirklich was. Das heißt, wir können nur noch mal zurückgehen, oder? Weil mit den Stufen können wir doch tatsächlich nichts machen. Diese Stufen war... Nee, da kann man nichts machen. Okay. Geht hier rechts weiter? Nee, auch nicht. Nee, und gut. Lass uns noch mal kurz reinschauen. Haben wir da noch irgendwas übersehen? Stimmt, meine Erinnerung. Wir haben das umgewandelt in... Wir können es in mehrere umwandeln. Was ist mit dem Gedenkbrunnen? Einen Gedenkbrunnen für alle Gardisten, die dem Königreich Daventry je gedient haben. Okay. Der Brunnen war allen Gardisten von Daventry gewidmet. Aber immer, wenn ich vorbeiging, vergoss ich eine Träne für Larry. Okay. Dann könnte man natürlich noch diesen Sandkasten mal hinbauen. Also quasi hinbauen. Weil mehr gibt es ja hier wirklich nicht zu machen. Es ist ja wieder nur dasselbe, oder? Jahrelang lief Kyle herum, als trüge er jemanden auf dem Rücken. Los, weiter. Hier muss ich nur irgendwann weinen. Der Brunnen war all... Ja, gut. Aber jetzt ist es alles dasselbe. Lasst uns nochmal reingehen und vielleicht mal so einen Kinderspielgarten machen. Wir haben das umgewandelt in... Sandkasten. Ein Sandkasten für alle zukünftigen Kinder von Daventry. So, können wir jetzt mit dem Sandkasten was machen? Hey, warum habe ich nie in dem Sandkasten gespielt?
Dein Vater hatte immer Angst, dass Dachse ihr Geschäft darin verrichteten. Deshalb durften wir dich nie hinbringen. Ah, ein zufälliger Gegenstand für mein Inventar. Mein Abenteuer fängt ja richtig gut an. Ja, das dachte ich mir, das war in irgendein Dings was bekommen. Ich habe nur damit gerechnet, dass es eine Schaufel sein wird, aber nun gut. Es war ein Eimer. Was machen wir jetzt mit dem Eimer? Über die Stufen kommen wir ja wahrscheinlich nicht drüber hinweg. Und hier haben wir jetzt definitiv nichts mehr. Na gut. Lass uns mal schauen, ob wir sonst noch irgendwo irgendetwas finden. Ob wir noch irgendwo was vergessen haben. Vielleicht auch noch eine Abzweigung oder wie auch immer. Wo wir hätten nehmen können. Nach Alexanders Rückkehr. Können wir auch nichts mit benutzen? Na gut. Dann mal wieder hoch mit uns. Hier müsste es doch eine Abzweigung gegeben haben, oder? Okay, dann täusche ich mich. Ich dachte, aus dem ersten Spiel hier hätte es eine Abzweigung gegeben, aber gut. Was ist hier? Der Klang dieser Kupferglocke erinnerte mich an meine Tage als junger Knappe. Warte mal, Opa. Ja, mein Schatz. Das war keine Glocke. Ach, und was dann? Ein Dachs. Es war ein Dachs. Den musstest du doch am Schwanz ziehen. Gwendolyn, willst du mich etwa verwirren? Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich hab nur Spaß gemacht. In Wahrheit war es... Das mit dem Dachs war jetzt cool. Ein Schalter? Ein Horn müsste es eigentlich sein für den Brückentroll, oder? Probieren wir mal mit dem Schalter, aber erst. Ich glaube, ein Schalter. Das kann nicht stimmen. Ach nein. Es war ja... Es war... Genau. Es war ein Horn. Ein Horn. Weißt du noch? Oh, richtig. Verzeih, dass mir das gerade entfallen ist. Ein Brandherd hinderte mich am Fortkommen. Nur eine kleine Anregung für mein logisches Denken. Okay, ein Glück haben wir einen Eimer für Wasser. Und wir holen uns jetzt ja, genau. Und wir gehen nochmal zurück, holen uns den Brunnen zurück und füllen darin im Eimer aus der anderen Erinnerung, Wasser rein. Und damit können wir den Brand löschen. Ich meine, es ist ein bisschen unlogisch, aber es ist halt eine alte Geschichte. Eine Geschichte von etwas älteren Mann, der sich nicht mehr ganz genau an alle Einzelheiten erinnert. Wie dem auch sei. So, lass uns den Brunnen wiederholen. Wir haben das umgewandelt in... In den Gedenkbrunnen. Einen Gedenkbrunnen. So, und jetzt lasst uns mal das Wasser, den Eimer auffüllen. Ah, Wasser des Lebens, Nektar der Götter. Wo hast du eigentlich deinen Umhang hin, Graham? Irgendwie hast du deinen Umhang, mit dem du alles einpacken konntest, nicht mehr dabei. Naja, wie dem auch sei. Lass uns wieder hochgehen und das Feuer löschen, damit wir über die Brücke rüberkommen. So, allerdings würde ich sagen, machen wir das
erst in der nächsten Folge. Dann löschen wir mal das Feuer und gehen mal weiter auf der Suche nach Abenteuern. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!